Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Honigmann-Freunde. Hier sind wieder die Honigmann-Nachrichten vom 6. März 2013 mit der Nummer 46. Die Sonne scheint zum Glück weiter. Syrien. Die libanesische Nachrichtenagentur ASIA hat die Exklusivrechte an der Veröffentlichung einiger Teile des Dokumentarfilms Krieg der Geheimdienste in Syrien, Regisseur Kadr Awak, gesichert. Darin Audio- und Videomitschnitte, die von einem türkisch-französischen Komplott zeugen, dessen Ziel die Liquidierung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und des Außenministers Walid al-Mualem war. Die syrischen Behörden haben über einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten die Aktivitäten des türkischen und französischen Geheimdienstes verfolgt, die erst in einem Sturz der syrischen Regierung und später nach einigem Scheitern in der Ermordung des Präsidenten und des Außenministers kulminieren sollten. Diese Nachricht bestätigt lediglich, dass bei jedem beliebigen Ausgang des Krieges die physische Vernichtung Bashar al-Assads für den Westen und die Golfmonarchen offenbar ein unabdingbares Element ist. Die mögliche Ermordung Assads ebenso wie der Terroranschlag in Damaskus letzten Sommer, bei dem höchste Regierungsmitglieder der Syrischen Arabischen Republik umgekommen sind, all das dient der Abschreckung. Jeder beliebige Führer eines jeden beliebigen Landes muss darauf gefasst sein, dass er im Falle des Versuchs, der Aggression zu widerstehen, physisch vernichtet werden wird. Der Westen hat sein Urteil über Assad gefällt, berichtete Julius-Hensel.blog. Washington, Berlin. In seiner Rede zur Lage der Nation pries US-Präsident Obama den Siemens-Konzern überschwänglich als Musterbeispiel für die Schaffung neuer Jobs in den USA, ohne Erwähnung. Siemens ist ein deutsches Unternehmen. Mittlerweile beschäftigt Siemens USA rund 60.000 Beschäftigte, mehr als Giganten der US-Wirtschaft wie Apple, Google oder Microsoft in ihrem Heimatland. Geht's noch, Obambi? Dann ist Siemens nur ein Vorreiter. Möglichst schnell will der US-Präsident das Vorhaben einer Freihandelszone zwischen den USA und der EU voranbringen. Denn Handel, der frei und fair über den Atlantik verläuft, unterstützt Millionen gut bezahlter amerikanischer Arbeitsplätze, so Obama. Nicht ganz so euphorisch sieht man das Projekt Freihandelszone beim Deutschen Industrie- und Handelstag, DIHK. Beim konkreten Vorhaben Freihandelszone gibt es einige Befürchtungen. Mit gutem Grund, auch wenn das Vorhaben das Etikett Freihandel trägt, könnte sogar mehr Protektionismus das Resultat der transatlantischen Freihandelszone sein. Unter den konkreten Bedingungen der geplanten transatlantischen Freihandelszone könnte die Reindustrialisierung der USA leicht eine Kehrseite diesseits des Atlantik haben. Die Deindustrialisierung Deutschlands, so mnnews.de. Teheran, New York. Gary Sick, ehemaliges Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates der USA und Dozent für internationale Beziehungen an der Columbia University, hat in einem Exklusivgespräch mit der IRNA seine Ansichten über die Verhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Almaty und den Verlauf der Teheraner Verhandlungen mit der G5+1 dargelegt, berichtete German.irib.ir. Er sagte, in den USA gäbe es Meinungsverschiedenheiten über den Iran, aber trotz der internen Auflehnungen könnte Barack Obimbo im Hinblick auf Instrumentarien, die ihm zur Verfügung stehen, all diese Sanktionen aufheben und Gespräche mit Iran zu Ende führen. Gary Sick sagte über seine Bewertung der Verhandlungen zwischen Iran und der G5+1 in Kasachstan, die wichtigsten Errungenschaften dieser Gespräche bestanden darin, dass beide Seiten über die Abhandlung von technischen Gesprächen in Istanbul eine Übereinkunft erzielten, was meiner Meinung nach sehr nützlich war. Er unterstrich, trotz der Auflehnungen der Kongressmitglieder ist der US-Präsident entschlossen, in einem Schritt-für-Schritt-Prozess die Sanktionen zu vermindern und zu einer ernsthaften Übereinkunft über das iranische Atomprogramm zu gelangen. Berlin. 5 Milliarden Euro jährlich.
In dieser Größenordnung bewegen sich die Einnahmen aus der Lkw-Maut. Doch nun ist diese Milliardensumme in Gefahr. Denn der Vertrag mit dem Mautbetreiber Toll Collect läuft 2015 aus. Und ohne Lösung für die Zeit danach gibt es auch keine Mauteinnahmen, meldete tagesspiegel.de. Verzwickte Situation. Seit Jahren zwei Schiedsgerichtsverfahren. Der Bund hat das Toll Collect Konsortium Daimler, Deutsche Telekom und das französische Unternehmen Cofiroute, auf Schadenersatzstrafzahlungen in Höhe von rund 7 Milliarden Euro verklagt. Umgekehrt verlangt Toll Collect rund 1 Milliarde Euro für zurückgehaltene Vergütungen vom Bund. Nun läuft die Zeit davon. Für eine europaweite Neuausschreibung des Mautsystems ist es im Prinzip schon zu spät. Ramsauer favorisiert nun dem Vernehmen nach die dritte Variante, Verlängerung des bestehenden Vertrages. Allerdings warnen Experten vor dieser Lösung, denn der Bund würde erpressbar. Für eine Verlängerung könnte Toll Collect einen Preis verlangen, beispielsweise eine bessere Vergütung. Ließe sich der Bund darauf nicht ein, könnte Toll Collect alles platzen lassen und der Bund stünde ohne Maut da. Frankreich. Bislang von deutschen Qualitätsmedien völlig unbeachtet, forderte die Chefin der rechtsgerichteten Front National, Marine Le Pen, ein französisches EU-Referendum. Ich fordere den Präsidenten auf, bis zum Januar 2014 ein Referendum über den Austritt Frankreichs aus der EU zu organisieren. Letztlich geht es ihr darum, die französische Regierung zu zwingen, mit der EU in ernsthafte Verhandlungen einzutreten, um vier grundsätzliche Forderungen durchzusetzen. Geordnete Abwicklung des Euro und Rückkehr zur nationalen Währung. Die Auflösung des Schengen-Abkommens bzw. des Schengen-Raumes. Wirtschaftlicher Patriotismus, Reindustrialisierung, Protektionismus an den Grenzen. Vorrang des Nationalen über europäischem Recht in Frankreich. Wir dürfen getrost davon ausgehen, dass solche Gedankenexperimente beim sozialistischen Präsidenten François Hollande keineswegs Gegenliebe erzeugen dürften. In diesem Fall soll Le Pen, so die 2014 anstehende Wahl zum Europaparlament, zur Plattform für ein solches Referendum werden, informierte geolitico.de. Brüssel. Die griechische Zeitung Tovima hat einen Netzbrief, englisch E-Mail, veröffentlicht, aus der die nackte Angst der EU-Kommission vor den griechischen Bürgern spricht. Dieser rät den Mitarbeitern der Kommission, niemandem zu sagen, dass sie für die EU arbeiten. Darin heißt es, der Taxifahrer, der sie zum Hotel bringt, und der Ladenbesitzer an der Ecke müssen nicht wissen, dass sie für eine europäische Institution arbeiten. Wenn man sie fragt, was sie machen, sprechen sie über ihren früheren Job oder den Beruf ihres besten Freundes. Die EU-Mitarbeiter sollten eine uninteressante Lebensgeschichte erfinden, sich nicht in der Nähe von Fenstern während Protesten aufhalten und so weiter. Die EU-Kommission bestätigte die Ratschläge, so schrieb ein EU-Offizieller, die Ratschläge seien allgemeine Reisehinweise. Ob vergleichbare Reisehinweise auch für andere Länder gegeben werden, vermochte der Sprecher nicht zu sagen. Besonders strittig ist der Beginn, in dem es heißt, dass man eine Anzahl von x Toten bei kommenden Ausschreitungen in Griechenland erwarte, meinte deutsche-wirtschafts-nachrichten.de. Prag. Der Senat in Prag, die zweite Kammer der Republik, beschloss am Montag, den langjährigen Staatschef Václav Klaus wegen einer jüngst verkündeten Massenamnestie vor dem Verfassungsgericht wegen Hochverrats zu verklagen. Mit einer Mehrheit von 38 gegen 30 Stimmen, wie die Wahlkommission mitteilte. Die Mehrheit der Senatoren, vor allem Sozialdemokraten, wirft dem scheidenden Präsidenten zusätzlich vor, dass er bisher eine vom Parlament beschlossene Ergänzung des Lissabonner Vertrages über den Rettungsfonds der Eurozone nicht unterschrieben hat. Zudem Verzögerung des Inkrafttretens eines Zusatzes zur Europäischen Sozialcharta. Ausgangspunkt: landesweite Empörung über die Amnestie, die der konservative Präsident am Neujahrstag verkündet hatte. Demnach kamen in den vergangenen Wochen rund 7000 tschechische Strafgefangene
ein Drittel aller Gefängnisinsassen auf freiem Fuß. Hauptsächlich handelt es sich um Kleinkriminelle, vor allem Alte. Heftigen Protest gab es aber wegen dutzender begünstigter Geschäftsleute, die in den 1990er Jahren wegen spektakulärer Finanzskandale und Betrugsfälle angeklagt wurden. Ihr Vorteil? Eine von Klaus verfügte Regelung, wonach alle Prozesse einzustellen sind, die länger als 8 Jahre dauern. Dadurch verlieren zigtausende Geschädigte Anspruch auf Schadenersatz. Sollte der Präsident verurteilt werden, drohen ihm im Verlust des Amtes und der Bezüge. Da die Amtszeit von Präsident Klaus aber am 7. März endet, könnte er nur seine Altersbezüge verlieren. Unklar ist noch, ob sein Ausscheiden aus dem Amt ein formaler Ausschlussgrund für die Klage ist, stand bei pravda.tv.wordpress.com. Berlin, Washington. Die Fregatte Hamburg ist unlängst in die Carrier Strike Group 8 um den US-Flugzeugträger USS Dwight D. Eisenhower eingebunden worden und befindet sich inzwischen auf dem Weg in Gewässer unweit der iranischen Küste. Sie werde sich keinesfalls an einem Angriff auf Iran beteiligen, bekräftigte der Kapitän. Sie werde aber selbstverständlich zurückschlagen, sollte sie oder auch ein anderes Schiff der Carrier Strike Group einem Angriff ausgesetzt sein. Die Nutzung der Hamburg, die über herausragende Kapazitäten zur Abwehr von Luftangriffen verfügt, zum Schutz eines US-Flugzeugträgers, ist der zweite Fall nach der mehrmonatigen Integration der Fregatte Hessen in eine US-Carrier Strike Group im Jahr 2010. Experten gehen davon aus, dass deutsche Kriegsschiffe eine solche Funktion in Zukunft häufiger ausüben werden. Die US-Militärfachleute sehen den strategischen Feind der US-Carrier Strike Groups in der Volksrepublik China, meldete 0815-info.com. Nürnberg. Der Nürnberger Generalstaatsanwalt Hasso Nährlich steht unter Druck, also als absolut inakzeptabel bezeichneten es die Parteien, die Grünen und Freie Wähler, in einer am Montag veröffentlichten Presseerklärung, dass Nährlich den Wiederaufnahmeantrag im Verfahren Gustl-Mollat überprüfen soll. Mit klaren Worten äußerte sich der Fraktionschef der Grünen in Bayern, Martin Runge, der sagte, Nährlich habe sich bisher durch eine erschreckende Einseitigkeit zulasten von Gustl-Mollat bemerkbar gemacht. Diese Leute werden nie ihre korrupten Fehler zugeben, das ist mal Fakt. Die Parteien weisen in der Presseerklärung darauf hin, dass Nährlich offensichtlich Mollat als wirren Charakter darstellte. Sie werfen dem Generalstaatsanwalt darüber hinaus vor, nach Mollats Anzeigen und Hinweisen zu Schwarzgeldverschiebungen und Steuerhinterziehungen nicht gehandelt zu haben und kritisieren, dass er dies bis heute für richtig erkläre. Gleichzeitig warfen die Parteien Nährlich und dem Chef des Landesamts für Steuern, Roland Jübner, vor, gegenüber dem Rechtsausschuss offenbar die Unwahrheit erklärt zu haben, so heiße.de. In den vergangenen Tagen hat die Süddeutsche Zeitung auf 2 Aktenvermerke hingewiesen, bereits im Februar 2004 Vermerk eines Mitarbeiters des Finanzamts Nürnberg Süd, M. gleich Spinner. Die Süddeutsche Zeitung berichtete, dass der Vermerk auf eine Intervention des Richters vom Nürnberger Landgericht Otto Brixner zustande kam. Brixner ist der Richter, der später das entscheidende Urteil im Fall Gustl-Mollat fällte. Freitag berichtete die Zeitung vom Vermerk eines Steuerfahnders, Mollat ein Querulanten. In seiner Anzeige beschuldigte Mollat seine Frau zusammen mit anderen Personen, also Bankmitarbeitern und Bankkunden, Geldtransfers ins Ausland vorgenommen zu haben. Ebenso bringt er vor, der Richter habe ihn auf Drängen von Frau M. und anderer Personen auf seinen Geisteszustand untersuchen lassen und so weiter. Vermutet wird, dass die Aktenvermerke weitere Untersuchungen verhindert haben. Und weiter, wenn der Inhalt des Gesprächs für seine Entscheidung von Bedeutung gewesen wäre, hätte er das in einem Vermerk niedergeschrieben, hatte Jübner nach Darstellung des Vorgesetzten gesagt. Einen solchen Vermerk hat er nicht niedergeschrieben, weswegen er davon ausgeht, dass das Telefonat für die Entscheidung ohne Bedeutung war. Auch Nährlich hat die Einlassung von Jübner nicht richtig gestellt. Wir haben von dem Mollat-Fall erstmalig im Juli berichtet. Berlin.
Wenn all das stimmen sollte, was der Untersuchungsausschuss zum nationalsozialistischen Untergrund, NSU, in letzter Zeit im Bundestag erfuhr, dann müssen sich Verbrecher nicht mehr fürchten. Die Ermittler des Bundeskriminalamtes, BKA, und diverser Landesämter werden sie kaum fangen. Die könnten sogar ihr Adressbuch vergessen. Die Polizei wird es nicht nutzen, ätzte der Ausschussvorsitzende Sebastian Edati, SPD, am Freitag in Berlin. Er spielte auf den jüngsten Skandal an, mit dem sich sein Gremium befassen muss. Eine verschlammte Spur aus der Jenaer Garage, in der die späteren NSU-Gründer Rohrbomben gebastelt hatten. Im Jahr 1998 waren dort mehrere Listen mit Namen und Nummern von Neonazis entdeckt worden. Auch der frühere V-Mann des Berliner Landeskriminalamtes, Thomas Starke, stand darauf. Er beschaffte dem seit Januar 1998 flüchtigen NSU-Trio die erste konspirative Absteige. Auch eine Mobilfunknummer, die von Thomas Daniel, V-Mann Küche, benutzt worden sein soll, steht auf den Zetteln. Zudem ein Kontakt zu Holger Gerlach. All diese Dokumente waren von den Ermittlern zwar gefunden worden, doch dann begann ein Muster, das der Ausschuss zur Genüge kennt. Nichts soll geschehen sein. Eine Liste gerät in die Hände des BKA-Mannes Michael Brümmendorf, der mit zwei Kollegen nach Thüringen abgeordnet war, um dort das augenscheinlich überforderte LKA zu unterstützen. Brümmendorf will sich das Papier angesehen haben, ein Asservatenaufkleber belegt dies. Nach seiner Version wäre nun der Leiter der Ermittlungsgruppe Terrorismus-Extremismus beim Erfurter LKA, Jürgen Dressler, für die weitere Bearbeitung zuständig gewesen. Dressler kann sich zwar an so gut wie nichts mehr erinnern, aber auch Brümmersdorf-Version wird nicht durch die Unterlagen gestützt. Den Rest lesen Sie bitte bei jungewelt.de selber. Hannover. 45.000 Tonnen verseuchter Futtermais wurden laut des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums inzwischen festgestellt. Davon sind bereits 10.000 Tonnen an 4.467 landwirtschaftliche Betriebe in Niedersachsen ausgeliefert. Fast 1.000 Betriebe mehr als noch am Freitag gemeldet. Auch an mindestens 111 statt der bisher gemeldeten 15 Betriebe in Nordrhein-Westfalen und in weitere 5 Bundesländer wurde der verseuchte Mais ausgeliefert. Der Skandal weitet sich aus. Alle Entwarnungen sind verfrüht und daher fahrlässig. Der Mais stammt offenbar aus Serbien und ist mit hohen Konzentrationen des giftigen und krebserregenden Schimmelpilzes Aflatoxin B1 verseucht. Aflatoxin B1 wird unter anderem von dem natürlich vorkommenden Pilz Aspergillus flavus gebildet. Außergewöhnlich heißer und sehr feuchter Spätsommer. Etwa die Hälfte der Maisernte soll vertrocknet sein. In der anderen bildete sich das Schimmelpilzgift Aflatoxin B1, meldete die Nachrichtenagentur Top Agra Online. In Serbien selbst wurde der Grenzwert für die Belastung mit Aflatoxin B1 kurzerhand um das 10-fache erhöht, nachdem bekannt geworden war, dass der Mais mit einem 10-fachen dessen belastet war, was man bisher für grenzwertig eingestuft hatte. Generalimporteur des verschimmelten Mais ist die Firma Alfred C. Töpfer International, eine der weltgrößten Handelsfirmen für Getreide mit Sitz in Hamburg und 38 Zweigstellen in anderen Ländern. Der Mais wurde dann zu Mischfuttermitteln für Rinder, Schweine und Geflügel verarbeitet. Prostmahlzeit. Grundsätzlich ist jedes verseuchte Futter schlecht für die Tiere, die es fressen, egal ob Heu, Silage oder Mais. Schäden bei den Tieren sind nicht ausgeschlossen, so Friedrich Wienert, Milchbauer aus Fellburg bei Regensburg gegenüber rfnews.de. Die Tiere lagern giftige Abbauprodukte des Schimmelpilzes in der Milch an, was bei Milchkühen schnell zu Höchstmengenüberschreitungen führen kann. Dies ist offenbar bei 800 Milchproben, die jetzt getestet worden sind, nicht eingetreten. Bei rund 70% der Betriebe wurde die Milch freigegeben. Innereien allerdings sollten nicht verzehrt werden. Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner, CSU, hätte die Möglichkeit gehabt, die Öffentlichkeit zu warnen. Es ist ein Skandal, dass sie das nicht getan hat. Brüssel. Nochmal deutschewirtschaftsnachrichten.de.
Finanzindustrie und Politik wollen das Bargeld abschaffen, um die Geldbewegungen der Bürger möglichst vollständig kontrollieren zu können. Alle Beteiligten wollen den gesamten Geldverkehr elektronisch regeln. Bisher wurden als Hauptgefahren des Bargelds die Geldwäsche und der internationale Terrorismus genannt. In der EU gibt es derzeit 30 Millionen Bürger, die über kein Bankkonto verfügen. Interessante Zahl. 30 Millionen unberechenbare Steuersünder und potenzielle Kunden für die Banken. Diese Gruppe will man sich nicht entgehen lassen. Die EU macht sich deshalb zum Anwalt der Schwachen. Seit wann tun die was für die Schwachen? Und zeigt sich tief betroffen über die mangelnden Möglichkeiten dieser Bürger. Erschwerten Zugang zu Mietwohnungen, Mobilfunkverträgen, Internetshopping, Kreditkarten, kurz, es fehlt ihnen fast alles, was sie zu modernen Menschen Konsumenten macht. Und genau das müssen wir verhindern. Den Konsum einschränken, denen zeigen, wir brauchen die nicht. Wettbewerbskommissar Michael Barnier hat nun das Menschenrecht Bankkonto ausgerufen. Menschenrecht. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, der mehreren Medien zugespielt wurde. Die EU will den Mitgliedstaaten mit dem Gesetzespaket vorschreiben, den Bürgern das Grundrecht auf ein Bankkonto einzuräumen. Grundrecht. So soll jeder Bürger Zugang zu einem Konto haben, auf das er einzahlen und von dem er abbuchen lassen kann. Solange ein Haben auf dem Konto ist. Selbst das wird von Banken verweigert. Weiß ich. Derzeit gibt es in elf Mitgliedsländern ein Recht auf ein Girokonto. In Deutschland nicht. Soweit kenne ich es eigentlich auch. Der Vorteil für die EU, Kontobewegungen sind viel leichter zu kontrollieren als Bargeld. Und dem muss der Honigmann zum Teil widersprechen. Es gibt ein freiwilliges Recht der Banken auf ein Girokonto seit 2001. Betreiber dieser Forderung war die Deutsche Bank und alle anderen Institute haben dem zugestimmt. Nur, ich weiß, handeln tun sie nicht danach. Die gute Nachricht. Von Wahrheitsfinder 2012.3page2.de. Esoterik, richtiger esoterische Philosophie. Einerseits, der innere Kreis, ein Meister, versammelt seine Schüler um sich und vermittelt ihnen Wissen und verlangt darüber Stillschweigen. Und es gibt das übermittelte Eingeweihtenwissen, auch Geheimwissen, Geheimlehre. Im Gegensatz dazu exoterisches Wissen. Dieses Wissen ist heute jedem zugänglich. Problem? Erstens, es gibt sehr schlechte Übersetzungen und das muss man erst einmal herausfinden. Zweitens, das Bewusstsein des Lernenden, Suchenden muss so weit entwickelt sein, dass er die Wahrheit, das Wissen, die höhere Weisheit überhaupt verstehen und dann annehmen kann. Jede Religion ist im Ursprung Esoterik. Es ging immer um das Wissen über den Aufbau von Kosmos, Universums und Mensch, über deren Entstehung und Evolution. Jeder Religionsstifter war ein Eingeweihter der höchsten Grade. Immer wieder ist es jedoch geschehen, dass andere, gegenteilige Kräfte diese Wahrheit zur Förderung ihrer Macht, Manipulationsspiele außer Kraft setzen wollten. So wurde jede Religion unterwandert und verfälscht. So, das war's wieder mal für heute. Nun wieder mein Spruch des Tages. Der Mensch glaubt manchmal, er sei zum Besitzen, zum Herrscher erhoben worden. Das ist ein Irrtum. Er ist nur ein Teil des Ganzen. Seine Aufgabe ist die eines Hüters, eines Verwalters, nicht die eines Ausbeuters. Der Mensch hat Verantwortung, nicht Macht. Eine indianische Weisheit. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Genießt die Sonne, solange sie scheint. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Eure Biene vom Honigmann. Bis die Tage.